Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Shadowverse Arena. Wir sind ja gerade mit Erika unterwegs, also mit Swordcraft gerade in der Runde. Und das Deck schlägt sich besser, als ich ursprünglich gedacht hatte. Also das erste Mal haben wir zwar verloren, aber die beiden anderen haben wir gewonnen. Mal sehen, wie das jetzt in den nächsten beiden Matches weiterverläuft. Und dann habe ich ein paar Packs zum Öffnen. Und das meine ich auch wirklich so. Das müssten, wenn ich mich gerade nicht irre... Ja, ich glaube, das müssten 20 oder 25 Stück sein. Weil von jedem Pack-Art 5 Packs definitiv dabei sind. Denke ich zumindest, dass schon... ich bin mir gerade nicht mal 100% sicher, aber ich glaube schon. Wir werden es dann einfach am Ende dieser Folge sehen. Okay. Eigentlich nicht so. So, Swift Tigers kommt raus aktuell noch. Ja, Sea Light of Reception ist schon mal ganz gut. Quickblader kann ich auch schön schon mal verwenden. Okay, der ist jetzt auch fertig mit seinen Karten. Gut, dann kommt erstmal schön Quickblader. Schon mal Schaden machen. Das ist nicht so schlecht für mich. Dann spiele ich Leafen Archer. Ich mache jetzt komplett Druck weiter und hoffe, dass das funktioniert. Okay. Könnte wahrlich schlimmer für mich jetzt sein. Weil ich ihn jetzt ganz schön unter Druck setzen kann hier. Ja, das war das, worauf ich gehofft habe, dass er den spielt. Also ich muss schon sagen, ich bin gerade echt verdammt lucky mit den Karten, die ich hier ziehe. Ich habe ihn jetzt schon auf 10 Lebenspunkte runter. Und ich habe das gesamte Board. Das geht für mich noch. Ich bin... Ach komm, ich hoffe einfach... Shit, ich hab gehofft, dass es eine andere Karte trifft. Gut, dann... Ich gehe jetzt full ham. Ich gehe jetzt full ham face. Ich habe auch ja noch einmal Albert Levin selber. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich tatsächlich relativ gute Chancen, das Ding in sehr kurzer Zeit zu beenden. Das ist in Ordnung. Solange er jetzt nichts zum Verteidigen hat, ist er tot. Das ist das Lustige jetzt. Und das Schöne ist, wahrscheinlich selbst wenn er jetzt was zum Verteidigen... Okay, damit kann er nicht heilen. Ich habe gewonnen. Außer er spielt jetzt noch irgendwas, womit er sich nochmal einen Lebenspunkt regenerieren kann oder Ward hat. Nein, ich habe gewonnen. Das war jetzt mal echt lucky für mich. Das war echt lucky für mich, dass ich so aggro spielen konnte. Normalerweise bin ich nicht so jemand, der gerne Aggro spielt, aber in dem Fall hat es halt einfach so gut gepasst. Ja, 3 Matches gewonnen. Darüber beschwere ich mich nicht. Diese Folge, obwohl, was heißt, könnte etwas kürzer werden. Wir haben ja noch ein paar Packs zum Öffnen, also
10 Minuten werden es definitiv werden, da bin ich mir doch schon ziemlich sicher. Okay, das Match eben ging auch schon wirklich ziemlich schnell, muss man halt fairerweise dazu auch noch sagen. Ein Honorable Knight. Ah, Portercraft. Portercraft ist immer etwas beunruhigend. Gut, du kommst raus. Ja, das ist doch eine vernünftige Starthand. Damit kann ich definitiv gleich schon mal ein bisschen Druck ausüben. Problem ist, Portercraft ist auch gut. Auch ziemlich gut in Sachen aufs Board klatschen und dadurch Druck ausüben. Lupin X-Men werde ich im nächsten Zug spielen. Gut. Ich denke, dass ich Allegiance in Action und Quickblader gleich spielen werde. Okay, das ist jetzt natürlich für mich etwas sehr ätzend. Ach, schade. Jetzt würde ich mir eigentlich gerne Dings wünschen, Archer, Levin Archer. Okay. Well, aren't you something? So, was kommt jetzt noch? Jupp, ich hätte gerne Levin Archer. Schade. Come on in. Take a seat. Gut, dann. You are done for. Evolve ich mal den. Natural Great, hier spiele ich dann auch. Und Face. Im nächsten Zug werde ich dann wahrscheinlich Swift Tiger spielen. Oh, ich kann sogar Swift Tiger in der Mirror Image spielen. Hehe, lustig. Gut. Was kommt jetzt von ihm? Aktuell habe ich quasi das Board, aber das muss bei Portercraft absolut nichts heißen. Ist das Problem. Und ich habe auch ein bisschen mehr Lebenspunkte. Dafür habe ich schon ein Evolve rausgehauen. Ich habe zwei Evolves, eher nur einen. Okay, interessant, dass er das gemacht hat. Die Frage ist, wieso? Was kommt jetzt? Das ist beunruhigend für mich. Kommt jetzt überhaupt was? Oder ist die Situation gerade für ihn so kompliziert aufgrund seiner Handkarten? Also wie gesagt, mein aktueller Plan wäre, Swift Tigers zu spielen und Mirror Match, aber das würde ich auch nur machen, wenn... Okay, jetzt würde ich es machen. Jetzt würde ich es nicht mehr machen. Warte mal, damit habe ich dann... Ah, fuck. Das war dämlich gewesen. Ich hätte doch den hier machen sollen. Ah, fuck jetzt. Es ist... Es ist natürlich jetzt sehr bescheiden für mich. Hm.
So, fange ich erstmal hiermit an. Den erstmal da rein. Den da. Gut. Und so, erstmal. Ich bin darüber nicht glücklich, aber... Okay. Ich habe ein ungutes Gefühl bei dem Speis. Bei dem Spaß. Okay. Ich bin jetzt wirklich nicht sonderlich glücklich darüber. Gut. Ich muss den da reinmachen, leider. Es ist insgesamt nicht gut für mich, immer noch, leider. Oh fuck, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Scheiße. Der muss definitiv weg. Den muss ich da reinmachen, damit ich wenigstens... Ah fuck, der hat kein Wort. Scheiße. Dann war es dämlich, den zu spielen. Aber ich habe trotzdem verloren. Das kann ich nicht mehr schaffen. Ey, da hat er mich echt komplett leer spielen lassen, ey. Shit. Okay, ich habe einen Tempered Ether, das ist schon mal etwas. Die Frage ist jetzt... Ich glaube, der hier würde mir sogar mehr bringen als Meets 11 Sisters. Obwohl, ich kann den spielen. Und jetzt den hier. Es ist... das wird mir trotzdem nicht retten, das... Aha, nicht gut. Ich habe halt absolut verloren. Gut. Fange ich erstmal damit an. Okay, das ist in Ordnung. So, dann spiele ich dich. Und spiele ich dich nochmal. Leider habe ich keinen Evolve, das heißt, dass ich den... das bringt nichts, ich bin tot. Shit. Da hatte ich keine Chance. Schade. Schade, schade, schade. Da hatte ich absolut keine Chance gehabt. Gut. Back. Wir haben aber immerhin 3 Matches gewonnen. Damit kann man schon zufrieden sein. So. Und dann machen wir uns dann nochmal ein bisschen an die Packs. Jupp, ich habe von allen 5, die ich öffnen werde. Ich gehe nicht davon aus, dass hier noch großartig was Neues dabei sein wird, aber hey, man kann nie wissen. Aktuell nichts, was ich davon bräuchte. Oh,
Das ist natürlich ganz lustig mit Rukina, aber trotzdem habe ich schon. Armaturen animiert brauche ich auch nicht. Okay, ein Orichalcum-Golem. Ich glaube, ich habe den schon und ich finde den. Also, ich hab den bisher nicht gebraucht, weil ich nicht die Art von Deck spiele aktuell. Auch in Ordnung alles, aber. Nichts wirklich, was ich jetzt gebraucht hätte. Aber hätte mich auch gewundert da. Am ehesten wäre dann noch eine Leaderkarte gewesen, wo die ich nicht gehabt hätte. Das wäre halt noch am ehesten das gewesen, wo ich mich dann in Anführungszeichen gefreut hätte. Ah. Monika. Das Viech ist fies. Ja, da ist gerade nichts dabei. Habe ich schon alles. Ah, sieht das. Das ist natürlich ganz cool. Sieht das, the Beast Blade? Aber ich glaube, habe ich trotzdem schon. Ah, Vengeful. Radiance. Wow, zwei animierte. Till. The World Gate. Auch absolut keine schlechte Karte. Wow. Das war kein so schlechtes Pack jetzt. Ja, da ist auch nichts dabei, was ich neu brauche, aber es ist eigentlich auch nicht verwunderlich. Ich hatte ja sowieso schon die meisten von den ganzen Sachen. Das sind halt nur noch ein paar sehr spezielle Karten, die ich, wenn, da noch bräuchte, beziehungsweise noch nicht habe. Daher ist das alles nicht so verwunderlich, dass ich halt nicht so, sagen wir mal, keine Freudenschreie hier bei den Karten mache aktuell. Denn im Verhältnis ist es. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht sonderlich hoch, dass ich hier Karten ziehe, die ich noch brauche. Dafür sind einfach zu viele Karten, in die ich schon habe. Und die Karten, die ich brauche, sind halt von der Seltenheit dann dementsprechend das. Dass es halt einen Grund hat, warum ich sie noch nicht habe. Gut. Ah, da ist nichts dabei. Okay, das ist ganz cool. Lara Soul Taker. Randomly put a copy of an Allied Forwarder, excluding that was destroyed during this turn into your hand. Change it cost to zero and give it the following effect. Destroy the further. Also das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Damit könnte man zum Beispiel den Bane-Zombie, also der Rush und Bane hat, könnte man damit machen. Stimmt, die Karte existiert ja auch noch. Die wird halt nur nie gespielt. Interessant. Nichts dabei. Nochmal Moriana. Aber ansonsten auch nichts dabei. Aber wir haben eine Legendary gezogen, also hey. Da kann man sich nicht sonderlich beschweren drüber. Nochmal die 5 werden Conflict Packs jetzt. Da haben wir wahrscheinlich noch die beste Möglichkeit, noch neue Karten zu ziehen, die ich brauchen kann. Das ist nicht so das dabei, wobei das eigentlich schon ganz geil ist, vor allem weil sie halt animiert ist und das ziemlich cool aussieht. Ich finde die Animationen, die animierten Karten bei Shadowcraft immer noch ziemlich, ziemlich cool. Wow, das ist auch nicht so das dabei. Nicht so was. Oh, das ist hingegen ganz geil. Also das ist wirklich ganz geil. Ich hätte zwar noch lieber Mono, aber die Karte ist ziemlich, ziemlich stark. Ich denke, ich sollte mir dann jetzt, da ich die habe, ein dementsprechendes Shadowcraft Deck aufbauen. Ja. Also da kann man sich nicht beschweren. Wir haben Tuf gezogen. Also es ist Das, also insofern war es halt wirklich kein schlechter Draw. Okay, dann bedanke ich mich in dem Fall. Ah ne. Das Enchanten fehlt ja noch. Stimmt.
Extras. Boah, da kann man es halt sehen. Was ich schon gesagt habe, ich habe halt schon so gut wie alle Karten, deshalb. Aber wobei das halt schon echt hart ist, 5370 Vials. Das ist schon hart. Gut, Liquify. Damit kann ich mir zwei Legendaries craften, wenn ich mich gerade nicht verrechne. Oder beziehungsweise wenn ich die Preise nicht falsch im Kopf habe. Also ja. Das war dann wieder diese Folge. Wie gesagt, nächste Folge kommt dann auch nochmal. Auch nochmal mit dem aktuellen. Und ich gehe davon aus, dass dann die Folge darauf dann mit der neuen, dass dann die neue Erweiterung draußen ist. Also nicht die Folge darauf, sondern die Runde darauf, die nächste Arena-Runde darauf, wenn dann die neue Erweiterung draußen ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!